Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokémon Café Mix, Part Nummer 14, glaube ich. War es 14? Ich kann sein, dass es 14 war, ja. Und ja, beim nächsten Part haben wir doch relativ viele Level geschafft, muss ich sagen. Also wir sind gut vorankommen. Natürlich, zum Schluss habe ich Items benutzt. Das war nicht ganz so toll, aber da habe ich mich davon verleiten lassen, hier mit der Chance-Time, ihr wisst ja. Aber ja, wie gesagt, wenn ich dann bis zu aller Ewigkeit spiele, dann kann ich in die letzten 30 Level hier, bis Level 100, kann ich ja dann sagen, dass ich dann Items nutzen kann, gell? So. Oh, wir haben ja sogar zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich nehme mal einen Faxo. Was war nochmal der Unterschied zwischen den beiden? In der Umgebung und... Ja, aber er ist doch besser, oder? Weil Evoli hat ja diese... Also hat ja keine Spezialität, gell? Ja, meine ich ja. Da ist doch er besser. Ich glaube, das ist extra so gedacht, dass man, wenn man Manfaxo nicht hat, dass man dann wohl Evoli nehmen soll. Dass es vielleicht so gedacht ist, gell? Aber dadurch, dass wir ihn haben... Ja, dürfte das Ganze doch machbar sein. Jetzt habe ich nicht wirklich darauf geachtet, was er jetzt überhaupt hat für eine Fähigkeit. Okay, Kürbis oder was? Erstelle eine Kombo neben der Kiste oder triff sie direkt mit einem Talent, um an das Gemüse zu gelangen. Oh, okay. Also ich muss die treffen. Alles klar. Das ist auf jeden Fall wieder Tutorial-Level. Man kennt es ja. Die Musik hat sich wieder verändert, oder? Gucken wir einfach mal. Ach so, okay, man muss die Kiste ein paar Mal treffen und dann... Okay, verstehe. So, ich weiß gerade echt nicht mehr, was er für... Also das einfach nur Explosion oder was? Ah, ach so, okay, verstehe. Er verwandelt Icons in... in Trompeten. Also halt hier in... Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Achso, ich glaube, die Dinger verschwinden gar nicht. Die bleiben so. Also man muss die halt immer wieder treffen, gell? Na. Total verwurstelt, gell? So, gucken wir nochmal. Also es trifft zweimal wegen dem unten. Ah ja, aber es ist random, in welche Richtung sie gehen. Okay, alles klar. So. Alles klar. Und dann dürfen wir sie eigentlich haben. Genau. Da fehlt drei Stück. Und es scheint wohl eher so zu sein, dass immer zwei Icons zu einer... Ja. Zu einem Lautsprecher werden. Oh. Ach ja, hieß ja Curry, gell? Das ist ein Pikachu-Curry. Elektrisierendes Curry in dem Sinne. So, Kelia müssen wir auch noch irgendwann mal kriegen, gell? Und da ist unsere Memmion. Memme, weil sie halt rumheult, gell? Okay, auch hier wieder, seht ihr? Wenn man hier kein Manfaxo hätte, dann sollte man das Level mit Glumanda machen. Dann kann ich ja doch froh sein, dass ich zwischenzeitlich immer einmal täglich die Offline gespielt habe, gell, in dem Sinne. Okay, verstehe. Den Weg frei bauen und dann... Was natürlich schwierig ist mit dem Treffen. Ich glaube, hier wäre vielleicht Glumanda am Ende doch besser gewesen, weil man einfach hier dann unten links das Ding gesetzt hätte, alle getroffen. Aber ist natürlich so eine Sache für sich, gell? Wir werden es auf jeden Fall merken. So, also auf jeden Fall brauchen wir erstmal hier Platz. Dass wir auch nach unten kommen. Okay. Ich würde auch gerne mal hier das doppelt machen, um einfach nur zu gucken, inwieweit sich das vergrößert. So, das ist auch sehr gut. Alles klar. Und ja, wie gesagt. Sehr schön. Dann einmal noch Togepi, nicht Evoli. Ist vor allem auch gar nicht so leicht, so eine Linie zu machen in dem Sinne.
So, gucken wir jetzt einfach mal. Ja, das ist schon eine größere Explosion, gell? Und trotzdem habe ich nur 3 getroffen, gell? Aber es schießt auf jeden Fall da mehr, gell? Ja. Okay, die Punktzahl haben wir, aber noch 15 Dinger, das wird so eine Sache für sich sein, glaube ich. Na. Ich konnte nicht länger ziehen, der hat den irgendwie... Okay, also ich krieg eventuell 4 Stück pro Runde weg. Na, das war sogar gut. Ja, dann könnte ich das auch noch benutzen, genau. Dann machen wir hier wieder 3. Ja, dann hätten wir es ja eigentlich. Dann hätten wir es ja. So, schön nach unten hier gehen. Alles klar. Dann haben wir es ja. Ist mal was anderes, aber ist im Anführungszeichen doch wieder ein bisschen, also weil es ja wieder weniger random ist, ist es dann wieder eher machbar, als wenn man es wieder Tomatenmuschel gegenschiebt oder irgendwelche Sprudelwasser, was nach oben fliegt, gell? So. Dann haben wir hier unser Evoli im Togepi. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Evoli und Togepi. Kann einer irgendwie fanservice-mäßig hier so ein Evoli-Togepi machen? So eine Fusion aus beidem? Dann kann ich das immer dann Eco-Pi oder so nennen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und das liegt nur an dem, dass er halt Evoli und Togepi, dass sie halt beide mit I enden. Okay, Tomaten. Tomaten. Und man sieht halt hier, kann man nicht nach links und rechts, also man muss sich nach, auch für eine Seite entscheiden. Schnuppel taugt bei beiden Seiten nichts, also ja, müssen wir uns so ein bisschen durch den Honig kämpfen, sehe ich mal, würde ich mal sagen. Na komm. Oh, ich kann es nicht anvisieren. Kommt her. Ja, und wenn man auf der einen Seite kämpft, geht auf der anderen Seite der Honig weiter. Das wird ja lustig hier. Oder man kriegt halt die Fähigkeit dafür, gell? Geht natürlich auch. Dass man die auf die andere Seite dann irgendwie einsetzt. So, kommt runter, Nuss. Ich hätte sie gerne alle. Okay. Und jetzt sollte ich mal auf der Seite hier mich um den Honig kümmern, weil sonst wird er zu penetrant. Alles klar. Ja, und dann gucken wir mal, dass ich jetzt hier noch die Tomaten irgendwie reinkriege. Alles klar. Sehr schön. Dann noch den Honig weg. So, und dann sollte mir ja die Möglichkeit haben, dass wir jetzt den Honig hier noch wegmachen. Dass wir dann noch die Nüsse wegkriegen. So, alles klar. Jetzt sind es nur noch die Tomaten. Okay. Das war jetzt wieder puzzlemäßiger aufgebaut. Das hat mir sogar gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, Tomate, rüber da. Ich meine, wir haben 6 Runden nur über. Das war gut. Sehr schön. Gibt es wieder Dick-Tree-Brötchen hier. Ein Sandwich-Dick-Tree. Ich meine, ob die das Level upgraden oder nicht, das ist ja eigentlich schon fast egal, weil die Fähigkeit wird vielleicht um 0,5 verlängert in dem Sinne. Und ansonsten geht es eigentlich nicht. Irgendwie mal verbindet es nicht, gell? Ist ein bisschen komisch. So, kommst du her. Damit sein Kollege was zu essen kriegt in dem Sinne. Na komm. Hallo? Okay, das lädt jetzt heute wieder ein bisschen länger, keine Ahnung. Okay, Punkte und... Oh, ja. Und alle möglichen anderen Kram. Okay, ist natürlich die Frage. Man könnte jetzt sagen, man tut sich hier von oben nach unten arbeiten. Oder man könnte sagen, man fängt in der Mitte an und tut dabei gleichzeitig, während man mischt, die... Man muss oben anfangen. Man muss oben anfangen. Weil wenn man jetzt irgendwie in der Mitte anfängt, hier Sachen zu mischen, das kann man vielleicht einmal machen, aber dann sind ja keine Icons mehr da.
Weil dann, die müssen ja erst durch den hier oben dann wieder runterfallen. Das ist so der Gedanke dabei. Ja, wir müssen von oben nach unten arbeiten. Sonst haben wir irgendwann mal keine Icons mehr. Also man kann, wie gesagt, einmal in der Mitte anfangen, damit man hier vielleicht beide beide Käse anknacksen kann. Ich hätte nicht trinken sollen, jetzt habe ich Schluck auf. So, irgendwie so halt, so ein bisschen. Alles klar. Ja, und seht ihr, es ist alles oben reingefallen, deswegen ist halt der Gedanke da, dass man halt wirklich sich ein bisschen um den oberen Käse hier zuerst kümmern muss. So, und jetzt noch einmal. So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. So, das hebe ich mir auf fürs untere, das macht vielleicht Sinn. Sehr schön. Einmal, alles klar. Und jetzt haben wir noch die ganzen kleinen, es sind noch 6 Dinger hier, 1, 2, 3, 4, 5, ah, okay, alles klar. Na, so wird es nix. So, jetzt sind es noch 3, noch 5 Runden. Über die Sahne mache ich mir weniger Gedanken. Das war gut. So, Punktzahl sollte dann auch noch gehen und jetzt ist noch das offen. Dann machen wir das erstmal zuerst weg. Alles klar. Wir haben es sogar. Okay, wir haben es. Alles klar. Passt. Was für ein Unterschied das macht zwischen den verschiedenen Leveln, gell? Also gerade in Level, wo halt sehr leicht was passieren kann. Und irgendwie hat er wirklich gerade Verbindungsprobleme, oder? Ich meine, witzigerweise, Picochilla war unten gestoppt, aber in der Mitte hat sich noch das Megafon hier bewegt. So, alles klar. Und ja, dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Nehmen wir wieder mal ein Faxo. Ich meine, solange es mir als Küchenchef angeboten wird, wird mit dem Hauptgang und so weiter, ihr wisst es ja. Und am Ende ist es vielleicht dann sogar eine Mission, wo man dann wieder Megafone einsetzen muss als Beispiel. Und da wäre er vielleicht sogar perfekt dafür. Und ich denke mal, er ist halt im Grunde besser als Evoli. Das ist sowieso der Gedanke. Okay, 30 Dinge und wir haben 17 Runden. Also hier hat es auch wieder was mit zu tun, wie ich halt schon gesagt habe, von oben nach unten arbeiten. Oder vielleicht einmal in der Mitte, dass man halt beide anknackst, genau. Gucken wir einfach mal, dass es irgendwie klappt. Genau so. Und jetzt machen wir oben weiter. So, sehr schön. Wir können vielleicht nochmal einmal mit Shiggy versuchen. Und dann fällt alles runter, genau. So, sehr schön. Okay, genau so wollte es. Und der Rest ist halt jetzt wirklich nur noch, dass ich... Ah, die Nüsse darf ich nicht vergessen, ja, ich sehe es gerade. Na gut, dann setze ich das Megafon hier bei den Nüssen ein. Macht vielleicht am meisten Sinn. Also seine Fähigkeit dafür. Und kriegt gleich dann noch eins, weil dann weitere Icons dann weggemacht wurden. Gell? Also es ist schon praktisch so mit der Combo. Sehr schön. So, und jetzt geht es halt nur noch darum, dass wir hier die restlichen Items kriegen. Mit 22 auf 11 brauchen wir 2 pro Runde. Das sollte ja machbar sein. Ja, also das ist, glaube ich, geschenkt. Da brauche ich auch keine Fähigkeit mehr in dem Sinne. Wenn ich vermutlich vielleicht doch das Zimmer einsetzen werde. Ja, wenn ich dann immer so 4 Stück pro Runde kriege, dann passt das ja. So, sehr schön. Da kriege ich alle 4. Ne, so groß ist es leider nicht. Aber das ist auch ein einfaches Level. Combo, Ultra-Combo. Alter.
Also wenn es da wirklich später Level gibt, wo es dann irgendwie heißt, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Megafone wegmachen, dann sollte man natürlich hier auf, ja, auf Manfax so dann Wert legen, so ein bisschen. Aber das weiß man immer erst hinterher, wenn man das Level einmal gespielt hat, gell? So, jeder möchte nur noch Curry haben hier. Aber wie gesagt, stört mich nicht. Solange das Level klar definiert ist, ist hier alles in Butter. Bis halt Butter noch reinkommt, dann ist es nicht mehr in Butter. Das Café ist richtig beliebt, Undead. Ich habe neue Deko besorgt, damit noch mehr Pokémon vorbeischauen. Okay. Wettervorhang. Oh, Bisasam. Ah, okay. Das schützt an heißen Tagen vor der Sonne. Die Pokémon werden es uns sicher auch danken. Okay. Ah, dieser Samen hier. Sieht auch lustig aus hier mit der, in dem Art-Style hier. So, wir lassen eine Snubbull nehmen. Nicht hier vor lauter hier schnell hier aus Versehen aufs Level gehen. Weil, wenn man den falschen Chef dabei hat, dann, ihr habt das schon mal gesehen, dann kann es sehr, da kann man eigentlich gleich, in meisten Fällen kann man auch gleich aufhören dann. Da braucht man gar nicht das Level zu spielen, sondern gleich neu starten. Oh Gott. So, hier wäre es ja eigentlich ganz praktisch, wenn man sich nach rechts arbeiten würde, also hier so rechts runter und dann hier so nach unten reingeht, dass man gleich alle Dinger hier aktiviert. Das wäre natürlich das Oberkrasse, aber ich glaube, das wird nicht so leicht passieren. So. Alles klar. Und jetzt nehmen wir Glumanda und gehen da unten rein. Schön alles zusammenquetschen. Genau das wollte ich. Genau das. So, noch einmal Snubbull hier. Manchmal klemmen die auch ganz komisch hier fest, gell? So, dann machen wir erstmal hier den ganzen Honig hier weg. Das Level geht eigentlich auch wieder. Also das ist auch nicht schwer. Einmal Honig weg und einmal hier auch alles andere weg. Das ist geschenkt, das Level. Dann hätten wir es ja schon, gell? Das gibt ja auch noch ein paar Punkte. 10.000 sogar. Ja, das war wieder geschenkt. Also es ist schon so eine Sache, wenn halt gewisse Sachen nicht dabei sind, wenn man sich denken kann, wie man die Level schafft, dann ist es durchaus, dann fliegt man nur so durch die Level in dem Sinne. Aber dann kann wieder ein Level kommen, wo dann hier eine Sache drin vorkommt und man sich denkt, ja, muss nicht sein. So, ein Level mache ich noch für heute. Hier habe ich sogar wieder zwei Möglichkeiten. Ich nehme, er kann nach unten schießen, er kann nach links schießen, gell? Wir werden es merken. Wer davon der Bessere ist. Ich gehe irgendwie immer davon aus, dass der Linke hier halt das Bessere wäre. Also das ist die erste Wahl und das ist dann die zweite Wahl sozusagen. So vom Gedanken her. Werden wir auf jeden Fall merken. Oh. Ach doch, er ist gut. Ja, er schießt ja nach oben, nicht nach unten. Schießt nach oben. Ich habe den gerade mit Snubbull verwechselt. Farbemäßig. Dann gucken wir, dass wir direkt hier als erstes mal. Also hier, ja, erste Wahl. Das ist halt der Gedanke, was ich dabei hatte. So, dann machen wir das am besten so, dass wir immer dann schießen, dass wir hier dabei auch die, die offenen Marshmallows treffen. Das wäre, glaube ich, so die beste Idee. So, ich merke auch gerade, da fliegen immer wieder auch andere Icons mit rein, gell? Weil rüber kommt man ja leider nicht. So, ja. Also im Prinzip muss man halt hier viermal die Dinger kriegen. Also viermal wegen der Stelle hier. So. Und ich glaube, ich konzentriere mich mal nur auf Sabayone so ein bisschen, damit halt die Fähigkeit schneller voll wird, so ein bisschen. Yep, genau. Oh, das ist ja zu gerade. Hier auf.
Und der Rest hat nur die Punkte wegen der Combo, gell? Genau. So, komm erst aber, Jona. Ja, nicht ganz. Wobei, ich hätte es ja eigentlich auch schon vorher haben können, gell? Weil ich habe ja noch dieses Megafon. Ja, dann hätten wir es ja. Das wollte ich nicht aktivieren. Man darf ja nicht vertippen, gell? Ja, das hätten wir das beinahe versammelt hier. Alles klar. Wenn man da wirklich einen Zug verbrauchen muss, damit man halt, damit sich das öffnet, gell? Das hätte ich beinahe versammelt, weil ich mich einmal vertippt habe. Aber hätte am Ende doch noch geklappt, gell? So, alles klar. Und dann war das ja auch wieder ein erfolgreicher Part, würde ich sagen. Und Memion sollte wohl auch relativ einfach zu kriegen sein. Und hier ist unser Neukunde, der noch ein bisschen warten muss für den nächsten Part. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokémon Café Mix sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und auch nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube und auch hier in-game, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.